Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Bevor wir nun mit dieser vierten Episode vom Montagsinfoabend beginnen wollen, werden wir Ihnen noch eine kleine Kurzbeschreibung der Themen geben, die unseren Sprechern am Herzen liegt und euch in diesem Video näher bringen wollen. Manfred Johann Lorenz ist Maniolo. Er begleitet uns durch die Veranstaltung, singt und spricht ein paar Worte zum Thema Mensch sein dürfen. Weiter geht es in diesem Abend mit dem Souverän Tassilo. Er spricht über die durchaus positiven Erfahrungen mit Amts- und Justizsystem, seinem Freeman-Weg. Als nächstes im Programm folgt Carmelita, alias Maria Mirl. Sie überrascht uns mit ihren durchaus berechtigten, aber auch erheiternden Fragen. Ebenso darf auch Isabella Heiderfadei nicht fehlen, denn sie berichtet über unglaubliche Erlebnisse in Bezug auf sogenannte normale Bankenmachenschaften, wie Banken und Justiz mit ihren Kunden verfahren und über die Möglichkeiten, die der Kreditopferverein hilfestellend anbietet. Auch Fritz Keller ist mit von der Partie. Er präsentiert den Verein Talentetauschkreis Salzburg. Freeman Austria, Joe Kreisel. Joe schließt letztendlich den Kreis mit seiner herzerfrischenden Art, die Dinge anders zu sehen, als man uns bisher beigebracht hat. Der engagierte Franz Furtner von Top Info Forum konnte wegen einer wichtigen Veranstaltung unseren heutigen Abend leider nicht begleiten. Er wünscht euch allerdings einen anregenden und informativen Abend und freut sich schon auf die Veranstaltung im November, wo er dann wieder mit dabei sein wird. Seine Veranstaltungen findet ihr unter www.topinfo.at, wo alles unter der Prämisse menschlich regional statt Größenwahn steht. Ebenfalls möchten wir uns recht herzlich bei Klaus Glatzel für die Live-Übertragung auf den Freien Bürgerradio OkiTalk bedanken, den er über das Magazin Der Talk von Mensch zu Mensch sendet. Zum Mit- und Selbermachen. Schauen Sie auch auf www.okitalk.com rein. Es zahlt sich wirklich aus. Hey, hey, welcome to freedom. Währenddessen Maniolo noch den Soundcheck macht, wollen wir euch die Gelegenheit geben, ein Schreibmaterial bereitzulegen. Denn in diesem Videobeitrag werdet ihr viele nützliche Tipps und Informationen erhalten, die es lohnt, aufzuschreiben. Ist Menschenrecht, frei sein, war noch nicht schlecht, oh, frei sein, da sind wir echt. Und jeder tut, was er möchte, du. Egal ob groß oder klein, einer ist mir jetzt allein. Alle Menschen sind jetzt wieder eins in einem Dorn. Herzlich lachen statt bange machen, Lebenslust statt Angst. Egal was kommt, egal was ist, Hauptsache ist du dankst und Mensch sein. Oh Mensch sein, da sind wir echt. Mensch sein, oh Mensch sein, da sind alle drin. Sheila, soll ich da sein? Ich freue mich, dass du gekommen seid. Ich habe zwar ein bisschen mit ein bisschen mehr Leute gerechnet, aber
Wie heißt so schön, es sind alle die Richtigen da, heißt, gell? Jetzt, wir haben jetzt heute die vierte Montagsinfo in Salzburg. Wir haben uns eigentlich noch nie so richtig vorgestellt, warum und weshalb wir das machen, wie wir zusammengekommen sind und die ganzen Geschichten. Das machen wir heute einmal. Weil der Sinn der ganzen Geschichte ist jetzt nicht, dass wir uns einmal im Monat treffen, die Leute gehen wieder auseinander und sehen sie im nächsten Monat wieder, bei der nächsten Montagsinfo. Erreichen wollen wir eigentlich, dass ihr euch untereinander trefft, dass ihr euch austauscht miteinander, dass ihr euch informiert, dass ihr euch ein bisschen zusammenhört, dass man sich gegenseitig unterstützt und so in die Richtung hätten wir uns das gedacht. Jetzt sind wir von der Montagsinfo ganz normale Leute, wie du und ich. Wir sind einmal auf eine Friedenswarnwache gegangen vor ein paar Monaten, Silvia. Ich habe gedacht, jetzt einen Haufen Leute stehen da. Also wir waren 17 Hanseln, sind da im Ring gestanden und dann haben wir gedacht, so was machen wir jetzt halt. Also ich muss aber beim Mikrofon bleiben, weil sonst geht der Ton weg, glaube ich. Gell? Wir haben dann gesagt, okay, jetzt sind wir schon da, jetzt gehen wir auf einen Kaffee und reden uns einfach einmal zusammen. Das haben wir gemacht mit dem Ergebnis, dass wir gesagt haben, jetzt probieren wir mal, dass wir das Montags-Demo, hat es damals noch geheißen, dass man das vielleicht ein bisschen besser organisieren könnte. Wir wollen jetzt aber keine Demo machen, wir wollen nicht, also Demo hat immer so den... Ja, man ist gegen was, wir sind nicht gegen das System, wir sind nicht gegen irgendwas, wir wollen nicht gegen irgendwas ankämpfen. Und deswegen haben wir das Ganze umbenannt auf Montagsinfo. Das heißt also hauptsächlich auf Informationen in unserem System. Wir haben es auf dem Flyer steht drauf, die verschiedenen Bereiche im System. Es gibt Probleme ohne Ende, keiner schaut sich aus, keiner weiß, was er da soll und da an dem arbeiten wir. Wir versuchen Lösungen zu präsentieren, es gibt Wege, es gibt Lösungen, genügend viel. Man muss halt einfach mal erfahren. In den Medien erfahrt man solche Geschichten nicht, auch nicht die Ursachen, wo es hakt im System und genau das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Und da ist aber auch jeder aufgerufen, mitzumachen. Sei es, wenn er Initiative hat, wenn er bei einer Initiative dabei ist. Das kann sich jeder gern da bei der Montagsinfo auch präsentieren, am Infotisch. Und ja, so schauen wir halt, dass wir gemeinsam die Dinge in Richtung Lösung erarbeiten können. Jetzt habe ich eins, und zwar der Franz Furtner vom Top-Info-Forum, der sollte heute da sein, der hat aber so viel zum Tor, der kann heute nicht da sein. Ich sage euch mal den Flyer, wer Informationen haben möchte, unter www.topinfo.at. Da ist zum Beispiel in Salzburg am 15.11. auch ein Treffen, also bitte einfach mal in die Seite reingehen und informieren, der macht ähnliche Veranstaltungen wie mir. Dann übergebe ich jetzt, glaube ich, Informationen von der Silvia, der Franz Furtner beschäftigt sich am meisten mit dem menschlich-regional statt globaler Größenwahnsinn und da hat er Seiten rausgesucht, wo er uns gebeten hat, die zu erwähnen und zwar unter www.bio-austria.at muss eine ganz tolle Sammlung oder was ist das, wo man eben in ganz Österreich, nehme ich jetzt mal an, oder? Okay, wo man da eben schon mal Bio einkaufen könnte, das muss eine recht gute Organisation sein. Dann hat er noch einen Tipp gehabt am 15.11. Salzburg, habe ich eh schon gesagt, und dann passt es. Der Maniolo, der Manfred Johann Lorenz, wird uns heute ein bisschen durch den Abend begleiten. Das heißt, zwischen den Sprechern ein bisschen was singen, ein bisschen was sagen dazu, wie man einfach Mensch sein kann, gell? In der Richtung. Habe ich alles gesagt? Bitte schön. Ja, grüß euch, schönen guten Abend. So wenn es ist eh voll. In den letzten Reihen sitzen ja die Feinstofflichen, die brauchen wir ja auch. Wir brauchen ja andere Unterstützung. Schön, dass du da seid. Ich habe die Moderation ein bisschen übernommen und wir haben jetzt gerade vorher noch vor 10 Minuten, Viertelstunde gesprochen, wie wir das Wort übergeben, wer jetzt da ist und wie wir das überhaupt machen. Und unsere Idee war, das Ganze auch dem Ganzen einen kleinen Unterhaltungswert zu geben. Und ja, unterhaltsam wird es dann, wenn das, über was wir uns vor kurzem noch geärgert haben, lustig wird. Ja, und zudem ist, glaube ich, auch diese Montagsinfo da.
Und da habe ich heute noch ein bisschen ein Liedl ein wenig umgeschrieben. Da möchte ich vielleicht jetzt zum Einklang und dann noch was zum Ausklang eine Strophe präsentieren. Darum habe ich jetzt da ein Lichtl dabei. Und das Stückel heißt auch, wir sind, ja, nein, die großen Lichter kommen zum Schluss. Und wir sind ja heute das erste Mal in einem Haus der Montagsinfo. Ah, da werden wir ein wenig kurz mit der Kabel rein. Ja. Ich darf ganz kurz stören, den Klaus Glatzl möchte ich an der Stelle nochmal ganz herzlich begrüßen. Der überträgt nämlich unsere Veranstaltung heute Abend live. Hallo Klaus. Also wir haben die doch nicht vergessen ganz, gell? Ja. Hört man was? Okay, gut. Das Liedl heißt, wichtig ist, dass du ein Mensch bist. Es ist egal, woher du kommst, egal, wohin du willst. Wichtig ist, dass du Herz hast und dass du auch was fühlst. Ganz wurscht ist, was du glaubst, egal deine Konfession. Ob du zu uns aus Herrgott kommst oder aus Saison. Wichtig ist, dass du Mensch bist und du kennst dich aus. Weil als Mensch bist immer gern gesehen bei uns im Montags im Wohlhaus. Es ist egal, ob du als Gast kommst oder schon als Freund. Egal, ob die Seele voll Morast ist oder in dir was Neues keimt. Es macht keinen Unterschied, ob du weiß bist, ob rot, ob schwarz, ob gelb. Weil es ja sowieso egal ist, wir sind die Lichter dieser Welt. Wichtig ist, dass du Mensch bist und du kennst dich aus. Weil als Mensch bist du immer gern gesehen in unserem Montagsinfohaus. Und als Mensch bist du immer gern gesehen bei uns im Montagsinfohaus. Als Mensch bist du immer gern gesehen bei uns im Montagsinfohaus. Danke schön. Danke, ja. Menschen sind ja zentral wichtig. Dankeschön. Das Zentrum der Wirtschaft ist die Familie. Die sollte aus Menschen bestehen und die schaut man, dass man relativ bald auseinanderbringt, indem man nach 6 Wochen an der Kindschule Trappelstube steckt, dass man mal wieder häkeln kann, dass sie auch nicht zusammenkommen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, in der wir uns hier bewegen. Wir sind in einem System und das ist, mei, uns geht so eh so gut, geht es uns gut. Unglaublich. Ich war ja mal Pleitier, ich war schon ein paar Mal Unternehmer und bin immer wieder erfolgreich gescheitert. Und von erfolgreichen Scheitern wird man gescheiter. Logisch. Ja? Also pleite geht kann ja jeder, jedes Mal pleite. Aber richtig erfolgreich scheitern, das hat schon was. Und das Interessante ist, ich habe immer festgestellt, ob das jetzt eine Firma ist, ein Einwohnbetrieb, ein Familienbetrieb, ein kleines Mittelstandsunternehmen, ein Großunternehmen, ein Konzern oder eine Firma Staat. Wenn es sowas gibt, am Ende ist es wichtig, dass etwas ganz Essentielles bleibt. Menschen
mit dem ultimativen monetär Minimum. Und wenn man das vorher abkürzt, steht da du. Und ich freue mich. Eine spannende Geschichte. Ich habe mich auch mit ganz vielen Dingen beschäftigt. Mit ganz, ganz vielen. Zum Beispiel mit dem richtigen Eingang in die Gitarre da. Und manchmal finde ich noch einen. Wo wir lernen, die Faszination des Menschen, seine Fähigkeiten und ganz praktische Anleitungen für ein neues Zusammenleben. Weil wir sind jetzt herausgefordert, neue Lösungen zu finden. Und ich habe mich so gefragt, was meine Aufgabe in dem ganzen Bereich ist. Und es hat sich herausgestellt, dass ich sehr oft zu Menschen spreche, die noch keine Ahnung davon haben. Das heißt, der Boden wird aufbereitet und nach mir kommen jetzt diejenigen, die Spezialwissen angesammelt haben, die praktische Tipps geben können und die in Projektgruppen sich vereinen, um neue Projekte für eine neue Welt zu kreieren, wo wieder der Mensch im Mittelpunkt steht, wo wieder das System für den Menschen gemacht wird und nicht der Mensch ein System bedienen muss. Danke. Ja, Mensch, Gudrun, wenn ich das gewusst hätte. Mensch, Gudrun. Ist dir komisch? Ja, Mensch, Gudrun. Wenn man Mensch sagt, kriegt sie so, oh, der hat Mensch zu mir gesagt. Ja, sag mal, Mensch, Hubert. Ja? Dabei ist es genau das, wo wir erkannt werden. Ja? Spannende Geschichte. Eine spannende Geschichte. Ich habe mich auch mit ganz vielen Dingen beschäftigt. Mit ganz, ganz vielen. Zum Beispiel mit dem richtigen Eingang in die Gitarre da. Und manchmal finde ich noch einen. Jetzt brauchen wir noch einen Schlagplattl, haben wir wieder vergessen. Komm mal. Mit der Hand. Wurscht. Ja, ich habe mich mit vielen Dingen beschäftigt und möchte dir danken für einen Weg, den du gehst, immer noch gehst. Und es gibt ja den schönen Spruch, der Weg ist das Ziel. Habe ich auch Zeit gemacht, finde ich auch ganz spannend. Einatmen ist ein Weg, ausatmen ist ein Weg, dazwischen drin grinsen ist ein Weg. Und kann man es reingeschnauft und wieder raus, ist er wieder weg. Hast dann vorn lassen, zweimal durchgeschnauft, ist er weg. Also der Weg ist ganz lustig manchmal. Und für mich ist aber schon immer gewesen ein Zielzustand, weil der motiviert mich, das zu tun, was ich tue, auch wenn was im Weg steht. Und ein Zielzustand, den ich, selber gesagt, verfolge, den ich weiß, mit herbeiführen zu dürfen, ist der Frieden auf der Welt. Und der Frieden findet immer dort statt, wo man selber ist. Ich mag keinen Frieden in Indien oder am Gazastreifen. Das bringen wir dann zusammen, wenn wir mit uns im Frieden sind. Und wichtig ist, dass wir bei der ganzen Schicht frei sind. Das ist für viele Menschen nur ein bisschen ein Angstthema und ich habe dazu ein Lied geschrieben und das, vielleicht wird es irgendwann einmal eine Hymne. Und das heißt, frei sei. Erzählen bis jetzt die Leid, dass bald kommt eine wunderbare, friedensvolle Zeit. Ob Osten, Westen, Süden, Norden oder rundherum, dick und dünn, jung und alt, keiner ist nimmer so dumm. Wir singen, frei sein ist Menschenrecht, frei sein eines Herren mehr Knecht. Frei sein, egal welche Formen, Geschlecht. Und jeder tut, was er möchte. Egal ob
jetzt mehr allein. Alle Menschen sind wieder eins in einem Dorn. Kräftig lachen statt Bange machen, Lebenslust statt Angst. Egal was ist, egal was kommt, Hauptsache bist du dankst. Und du wirst frei sein, ist Menschenrecht. Frei sein, keine Sphären mehr nicht. Frei sein, egal welche Farbe und welches Geschlecht. Und jeder tut, was er möchte. Weil er will frei sein, ist Menschenrecht. Jo, 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 frei sein, keine Sphären mehr nicht. Frei sein, egal welche Farbe und Geschlecht. So sind wir echt, und das ist, was ich möchte. Jetzt ist ja wieder Hitparade, Maria.